Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Endlich ist er da, der Ferrari 488 Pista. Seit dem Release von Forza Horizon 4 wünsche ich mir zwei Fahrzeuge für das Spiel. Und das ist zu einem der Lamborghini Huracan Performante, den wir leider noch nicht haben. Aber ich habe noch immer die Hoffnung, dass wir ihn bekommen. Und zum anderen ist es eben dieses Baby hier, der Ferrari 488 Pista. Mit dem Season 16 Update kam er jetzt ins Spiel. Und direkt in der Sommerjahreszeit kann man ihn sich abholen, indem man die Prüfung, die Koop-Meisterschaft abschließt. Ja, und selbstverständlich werden wir in der heutigen Ausgabe mit diesem geilen Fahrzeug unterwegs sein. Es ist für mich ein kleiner Traum, dass er jetzt endlich mit ins Spiel gekommen ist. Und ich würde sagen, wir gucken ihn uns ganz kurz mal an. Denn eigentlich wollen wir ja so schnell wie möglich das Fahrzeug natürlich ausfahren und vor allem über unsere PXH-Teststrecke schicken. Aber ich finde, um einen schönen Vergleich zu haben, sollten wir vielleicht erstmal den 488 GTB, auf dem das Ganze ja basiert, über die Teststrecke schicken. Das haben wir nämlich bis jetzt noch nicht gemacht. Und dann haben wir doch vielleicht einen schönen Vergleich. Deswegen, ja, prägt euch die Optik nochmal ein bisschen ein. Wir gucken gleich nochmal genauer drauf. Ich würde sagen, wir wählen erstmal den ganz normalen 488 GTB aus, den wir hier haben. Und steigen da erstmal ein, gehen auf die Teststrecke, schauen, was der so leistet, was der so auch für vielleicht ein paar Eckdaten hat. Und dann ziehen wir einfach den großen Vergleich zum Pista. Also rein da und ich würde sagen, auf die Strecke und Motor an. Auf geht's! Während der Teststreckenrunde des 488 GTB möchte ich dir natürlich ein bisschen auch was über das Fahrzeug erzählen. Es handelt sich hierbei um den Nachfolger des 458 Italia und war mit dem California T das erste turboaufgeladene Fahrzeug von Ferrari seit dem Ferrari F40. Und um da konkret zu werden, was für ein Motor da drin ist, das ist ein 3,9 Liter V8 Biturbo, der 670 PS und 760 Newtonmeter Drehmoment leistet. Das Ganze in Verbindung mit einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe lässt den 488 GTB von 0 auf 100 in 3,0 Sekunden beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h erreichen. Anders als beim 458 bedeuten die drei Ziffern nicht 4,5 Liter 8-Zylinder, beziehungsweise hier 4,8 Liter 8-Zylinder, sondern die 488 steht tatsächlich für den Hubraum eines Zylinders, also 488 Kubikzentimeter, beziehungsweise 0,488 Liter. Besondere Eigenschaften vom 488 GTB sind vor allem die verbesserte Driftwinkelsteuerung, die zum ersten Mal beim 458 Speziale zum Einsatz kam. Ja, Ferrari nennt das ganze System Side Slip Angle Control System. Das ist hier die zweite Generation und ja, hat einfach die Eigenschaft, quasi elektronisch zu managen, wann der Fahrer ein bisschen driften will und wann er aber schnell aus der Kurve raus will. Also je nachdem, wie die Gaspedalstellung ist, je nachdem, wie der Lenkwinkel ist, steuert das System die ganzen elektronischen Helferlein, auch zum Teil Dämpfer und so weiter werden entsprechend eingestellt. Also ein sehr intelligentes System, wird leider hier in Forza nicht simuliert, sonst würde sich der vielleicht nochmal ein bisschen sportlicher fahren. Insgesamt kann man aber davon sprechen, dass der 488 GTB im Vergleich zum Italia 50% mehr Abtrieb bietet bei geringerem Luftwiderstand. Also eine absolute Fortschritt, ein absoluter Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger. Und es schlägt sich in einer, wie ich finde, sehr guten Zeit nieder. 2 Minuten 0389. Uns fehlen gerade mal so, ja, 2 Zehntel auf den Huracan. Und wir wissen alle, der Huracan ist hier im Spiel echt ein Brett, vor allem durch den Allrad sowieso bevorteiligt. Und deswegen finde ich das absolut genial, was der 488 hier fährt. Wie gesagt, knapp an der 2-Minuten-Marke jetzt hier vorbeigeschrubbt, beziehungsweise nicht darunter gekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, zu dem Fahrzeug, kurz zu den Fahreigenschaften, der 488 GTB hat einen ganz, ganz großen Nachteil. Und zwar, er ist nur auf Sportreifen unterwegs. Würde er diese Semi-Slicks bekommen, was ja viele Supersportwagen haben hier im Spiel, dann würde der sich, glaube ich, viel, viel besser fahren. Denn man hat gemerkt, gerade in den schnellen Kurven oder in die Kurven hinein, dass ja die Reifen schnell übers Limit sind, dass das Fahrzeug schnell mal anfängt, ein bisschen zu schmieren. Und das Fahrwerk an sich hier im Spiel doch, glaube ich, ja, das Fahrzeug ein bisschen direkter handeln könnte, aber die Reifen machen es einfach nicht mit. Und würde er
die Semis League Reifen bekommen, dann würde die Zeit safe unter 2 Minuten fallen. Und deswegen finde ich das umso erstaunlicher, wie gut diese Zeit am Schluss halt einfach ist. Ich meine, diese 670 PS und das Ganze auf so knapp 1,4 Tonnen zahlt sich dann natürlich aus. Und damit ist er natürlich in der Riege der Supersportwagen absolut zu Hause. Aber, ja, es gibt halt noch einmal eine krassere Variante. Und das ist selbstverständlich der 488 Pista. Und bevor wir den jetzt aber über die Teststrecke schicken, würde ich sagen, schauen wir uns den erstmal nochmal im Detail an. Weil bei dem Fahrzeug lohnt es sich auf jeden Fall nochmals genauer hinzuschauen. Und deswegen gehen wir zurück zum Festival. Und da haben wir ihn wieder. Was für ein Brett. Was für eine Schönheit, als er damals, das müsste im Frühjahr 2018 gewesen sein, vorgestellt wurde. Ja, habe ich, glaube ich, Liebe auf den ersten Blick erfahren. Ich meine, der 488 GTB finde ich auch wunderschön und für mich ein absolut gelungener Nachfolger des 458 Italia. Aber was sie mit dem Pista rausgehauen haben, muah, da trifft Schönheit, Eleganz auf... ja, Brutalität und Aggressivität und ja, wenn ein Sportwagen das alles verbindet, dann ist alles einfach richtig gemacht worden. Und ja, was ist aber der Pista eigentlich im Vergleich zum 488 GTB? Und zwar handelt es sich hierbei um eine Performance-Variante des 488 und reiht sich eigentlich so in die Reihe des 360 Challenge Stradale, des 430 Scuderia und des 458 Speziale ein, denn auch die waren ja die Performance-Varianten ihrer normalen Versionen und das ist eben beim 488 Pista genauso und man darf gespannt sein beim Nachfolger des 488, beim F8 Tributo, was da für eine Performance-Variante noch so erscheinen wird, aber jetzt bleiben wir erstmal bei diesem Baby und bevor wir auf die Teststrecke gehen, ja, Geduld, Geduld, ich weiß, du willst es sehen, du willst vor allem wissen, was für eine Zeit das Baby im Vergleich zum normalen GTB fährt und ja, das will ich natürlich auch wissen, aber wir sollten ein paar Sachen im Vorfeld klarstellen und wir fangen nicht mit dem Motor an, wir fangen mal mit der Optik an, mit den ja, Elementen, die man hier schon so sieht und die sind nicht nur zwecks der Aggressivität, sondern die haben auch tatsächlich Nutzen und wir fangen mal einfach vorne an, denn bei dieser Performance-Variante steckt nicht nur Performance im Wort drin, sondern da ist auch sehr viel Motorsport mit dabei, denn Pista im Übrigen heißt, ist das italienische Wort für Strecke, ja, also das Fahrzeug soll eigentlich auch für die Rennstrecke sein und daher kommt viel vom Motorsport, von, ja, man kann sagen, von der GTE, also von der Langstreckenmeisterschaften, von ihrem Cup-Fahrzeug, dem 488 Challenge, aber auch aus der Formel 1 sind Sachen reingekommen in dieses Fahrzeug oder haben dazu beigetragen, dieses Fahrzeug so dastehen zu lassen, wie es eben dasteht. Zum Beispiel eben das Teil hier vorne, der S-Duct, der wurde 2008 ja in der Formel 1 eingeführt und wenn man mal guckt, ne, man kann hier bis zum Boden runterschauen, da geht die Luft im Prinzip hier unten rein und geht dann über die, naja, ich sage jetzt mal Motorhaube, also über die, über den Kofferraumdeckel, ne? Das ist ja ein Koffer, da ist ja kein Motor drin, da ist ja quasi der Kofferraum, der ist ja hier vorne. Aber der geht dann hier im Prinzip oben drüber. Ja, das ist schon mal eine erweiterte Aero-Eigenschaft. Wir haben einen größeren Spoiler. Also dieser Ducktail da hinten ist nochmal deutlich größer als beim normalen 488. Wir haben einen neuen verbesserten Diffusor da hinten. Ja, das sieht man auch. Der geht nochmal ein bisschen weiter da raus. Wir haben zudem auch Frontflaps bekommen, die hier nochmal also angebracht sind. Das übrigens wurde vom 488 GTE, also vom Langstrecken 488 Rennwagen übernommen. Des Weiteren haben wir ein komplett neues Ansaugsystem, was man hier auch schon so sieht. Das ist so ein bisschen schräg gelegt, das ist ein bisschen ein anderer Winkel als beim 488 GTB. Dadurch ist die Aerodynamik etwas besser, vor allem auch der Luftwiderstand geringer und die Kühlung trotzdem besser. Und auch der Kühler hier hinten wurde nochmal überarbeitet. Das alles wurde tatsächlich vom 488 Challenge, also vom Cup-Fahrzeug sozusagen übernommen, vom 488. Des Weiteren wurde insgesamt viel mehr in Leichtbau investiert. Das Fahrzeug ist auf jeden Fall leichter als ein 488 und optional gibt es sogar Carbon-Felgen und genau diese Ausführung haben wir hier auch im Spiel. Also mega, mega geil. Insgesamt können wir davon sprechen, dass das Fahrzeug 20% aerodynamischer ist und circa, je nach Ausführung, 90 Kilogramm leichter als der normale GTB. Und das alleine ist nur die Aero. Jetzt kommen wir zum Motor. Hier haben wir mehr oder weniger denselben Motor drin. Es ist auch der 3,9 Liter V8 Biturbo. Aber der leistet hier 720 PS und 770 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt zwar nur 10
Newtonmeter Drehmoment mehr, aber 50 PS mehr Leistung. Das lässt das Fahrzeug von 0 auf 100 in 2,85 Sekunden beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 340 km/h. Also wenn das alleine schon nicht eine Ansage ist, dann weiß ich auch nicht. Aber wir können vieles schönreden und sagen, boah, wie krass und brutal. Wir wollen jetzt Taten sprechen lassen und deswegen gehen wir jetzt endlich auf die Teststrecke mit dem Ding und wir wollen wissen, was für eine Zeit er fährt. Und ich kann schon mal verraten, das Fahrzeug klingt für Forza-Verhältnisse echt gut und genau deswegen halte ich die Klappe, gib dir den vollen Spielsound und genieß die Fahrt über unsere Teststrecke. Viel Spaß! Und mit einer 1 Minute 54,716 setzt er nicht nur eine Zeit klar unter 2 Minuten, sondern ist 5,5 Sekunden schneller als der normale GTB. Ich meine, man kann schon mal gleich dazu sagen, der Pista hier hat dieses Semislick-Reifen, was der GTB nicht hat. Aber trotzdem, das ist eine Ansage. Und wenn man auch mal bedenkt, es fehlt so ja, knapp eine halbe Sekunde auf den Bugatti Chiron. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Wir sind auch hier im Spiel schneller als ein 720S Spider und ein 911 GT2 RS. Ja, das ist auch schon mal eine Ansage. Es reicht allerdings nicht für den normalen 720S Coupé oder den Aventador LP 750-4 SV. Man muss allerdings dazu sagen, der Aventador hat halt den Vorteil, er hat Allrad. Das ist einfach übermächtig, das wissen wir. Und wir wissen auch, spätestens seit dem Super Sportwagen Special, dass der 720 ja auch leicht OP in dem Spiel ist. Von dem her eine absolut tolle Zeit, würde ich sagen. Das Fahrzeug zu den Fahreigenschaften, ja, man merkt einfach durchweg, dass es sportlicher ist als der GTB. Nicht, dass der GTB nicht sportlich wäre, aber das ist schon nochmal wirklich, ja, die Track-Performance-Variante. Das kann man so sagen. Das ist Motorsport für die Straße. Dennoch ist mir ein paar Sachen aufgefallen und zwar hat auch der Pista hier ein bisschen diese Probleme, wie auch schon der GT2 RS, wie auch schon die ZR1 Corvette, wie auch der 720 tatsächlich, dass die auf der Hinterachse sehr leicht werden. Man hat das Gefühl, diese Aerodynamik, die diese Fahrzeuge von Haus aus schon haben,
ist nicht so ganz da. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Kurve reinfährt, denn das Ansprechverhalten bzw. das Einlenkverhalten ist super direkt bei diesem Fahrzeug. Und wenn man da ein bisschen zu wild in enge Kurven reingeht, dann überholt dich das Heck ganz, ganz schnell. Ist natürlich irgendwo auch ein Sportwagen, klar. Aber ich gehe davon aus, dass das tatsächlich beim Pista doch schon ein bisschen stabiler sein sollte. Allein durch eben diese Side-Slip-Angle-Control-System, ja, also diese Driftwinkelsteuerung, die wir normalerweise schon beim GTB hätten, die würde dafür auch ein bisschen sorgen. Und halt eben, wie gesagt, ja, Aero wäre da wahrscheinlich ein bisschen stabiler. Aber im Großen und Ganzen trotzdem ein super Fahrzeug, wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt. Mega geil. Und man muss ja auch immer so sehen, wie beim 720 und bei allen anderen, man hat ja noch extremes Tuning-Potenzial hier im Spiel. Und genau da möchten wir jetzt nämlich anknüpfen. Wir gehen zurück in die Garage und gehen direkt mal ins Tuning rein. Und ja, ich weiß, ich habe das jetzt ein bisschen ausführlicher zelebriert hier am Anfang. Wir hätten das ein bisschen schneller durchpushen können, die Folge bis hierhin. Aber ich wollte mir die Zeit nehmen. Ich wollte die Fakten in Ruhe darlegen, denn das hat das Fahrzeug für mich auf jeden Fall verdient. Aber keine Sorge, wir gehen ein bisschen in die Overtime heute. Das soll natürlich jetzt nicht hier irgendwie einen Abbruch tun, dass die Action zu kurz kommt. Wobei, wir haben jetzt zwei schöne, schnelle Runden auf unserer Teststrecke gehabt. Also von keiner Action kann man nicht sprechen. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz durch, was wir denn prinzipiell alles machen könnten. Wir könnten den Racing V12 Motor aus dem F50 GT einbauen und wir könnten den 6,3 Liter V12 Hybrid einbauen aus dem LaFerrari. Ein interessanter Umbau wäre es auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir verzichten mal drauf. Wir bleiben mal beim V8 Biturbo-Motor. Wir könnten natürlich auf Allrad gehen. Machen wir jetzt auch nicht. Wir könnten eben die Forza Aero-Teile anbauen, was dem Fahrzeug definitiv helfen würde. Also wie gesagt, gerade auf der Hinterachse hatte ich wieder so das Gefühl, dass da nicht so richtig berechnet wird. Dasselbe Problem hat übrigens auch der GT3 RS, der Baureihe 991.2. Da ist auch ein guter Vergleich. Nimmt mal den 991 GT3 RS. Der hat das zum Beispiel nicht. Oder zum Beispiel auch ein Supersportwagen, der perfekt als Gegner hierzu passt, der Ford GT. Der Ford GT hat auch dieses Problem nicht, dieses gefühlt keinen Anpressdruck auf der Hinterachse. Ich weiß nicht, warum das so ist hier im Spiel, denn der Luftwiderstand komischerweise wird ja doch berechnet. Also er zieht jetzt nicht durch, wie wenn da nichts wäre. Aber sei es drum, wir können da auf jeden Fall ein bisschen was dagegen tun. Und das tun wir, indem wir einfach jetzt mal richtig schön breite Reifen da hinten drauf ziehen. Vorne machen wir vielleicht mal nicht die breitesten, aber wir machen auch etwas breitere drauf. Wir können ja auch die Spur hier nochmal ein bisschen verbreitern. Mit Spurplatten machen wir mal das so. Und hinten machen wir das. Ich wollte gerade sagen, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Aber ja, gibt's. Okay, machen wir auch. Dann steht er vielleicht auch ein bisschen stabiler da. Wir könnten tatsächlich am Getriebe und so weiter auch um Sachen anpassen. Also ich versuche tatsächlich jetzt von der Performance-Variante eine Performance-Variante zu machen. Mal gucken, ob es gelingt. Ich baue aber trotzdem mal auch ein bisschen einfach Teile ein, die mir so entgegenkommen. Wir machen natürlich ein Rennfahrwerk rein. Aber die kompletten einstellbaren Teile, das machen wir nicht. Ja, Gewichtsreduktion. Boah, das wäre schon ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ich glaube, da verzichte ich mal drauf. Ich meine, ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir das Fahrzeug sehen. Und beim Motor würde ich sagen, ja, so 770 PS oder so wäre doch eine Ansage. Ich weiß aber nicht, was 770 PS jetzt sind. Das muss ich auch mal ganz schnell noch umrechnen. So. Und zwar, das sind, wenn ich auf 770, na, jetzt verschreibe ich mich beim Umrechnen. Da müssen wir auf 566 kW kommen. Das heißt, wir können das schon mal einbauen und wir könnten das einbauen. Da sind wir sogar perfekt. Dann sind wir bei 770 PS, 823 Newtonmeter Drehmoment. Das ist doch eine Ansage. Komm, machen wir noch die Schwungscheibe oben drauf. Und dann haben wir doch auf jeden Fall einen coolen Umbau schon mal gemacht. Wir gucken auch mal ganz kurz vielleicht in die Lackierungen rein, die es gibt für das Fahrzeug hier im Spiel. Normalerweise gibt es auch so eine ähnliche Motorsport angelehnte Lackierung wie beim 458 Speziale. Ich weiß aber nicht, ob das hier im Spiel auch dabei ist. Ansonsten könnte man easy peasy selber machen. So. Nee, ist glaube ich nicht dabei, aber es gibt sonst alle möglichen Farben. Und ich muss ja sagen, das Blau von Ferrari finde ich mega geil. Ich feiere das absolut, aber wir bleiben jetzt mal einfach beim Standard Rot. Das Weine gibt es auch noch eine Anlehnung für den GTE-Sieg. Und zwar, da ist dann so ein Italien-Design oben drauf und auch eine Nummer, ich glaube 57 oder sowas, ich weiß gerade gar nicht mehr auf der Seite. Vielleicht hat das sogar einer gemacht. Ja, kann ja sein, dann
rede ich nicht von irgendwas, sondern vielleicht hat es einer umgesetzt sogar. Genau, A51 ist es, genau. Das ist nämlich das Design hier. Aber machen wir jetzt auch nicht drauf, wir bleiben jetzt einfach mal beim Seriendesign, denn wir wollen jetzt endlich mal die Action sprechen lassen. Das kann es ja nicht sein, wir haben so ein geiles Ding und wir fahren nicht durch die Gegend. Dann haben wir auch noch die perfekte Jahreszeit mit dem Sommer. Was will man mehr? Ja, das Fahrzeug klingt einfach nur mega geil. Ja, lenken sollte ich aber nicht vergessen. Ja, und eingangs, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, Huracan Performante, das fehlt mir jetzt persönlich noch. Dann hätte ich meine zwei Wunschfahrzeuge, die ich seit Release habe, endlich im Spiel. Und ich bin da echt zuversichtlich, dass wir den noch reinbekommen. Ne? Ich meine, wir haben letzten Monat den Divo bekommen. Ne? Der war auf Platz 3 der meistgewünschten Fahrzeuge für das Spiel. Wir haben jetzt den Pista bekommen. Der war auf Platz 2 der meistgewünschten Fahrzeuge im Spiel. Und auf Platz 1, ja, ist der Huracan Performante. Und das wäre ja der perfekte Gegner auch für dieses Fahrzeug hier. Deswegen, ja, vielleicht kriegen wir den ja nächsten Monat. Wäre ja eine coole Sache. Aber ein weiteres Thema, was ich ganz kurz anschneiden möchte in dieser Folge, während wir einfach auf dem Weg zum ersten Rennen für dieses Fahrzeug sind, ist natürlich Toyota. Ja, Toyota kehrt zurück, allerdings noch nicht diesen Monat, erst nächsten Monat im Season 17 Update. Und was da schon bestätigt ist, ist auf jeden Fall, dass der Toyota Supra MK4 mit ins Spiel kommt und sonst aber noch keine anderen Modelle explizit genannt, aber sie haben ja nicht gesagt Supra kehrt zurück, sondern Toyota. Deswegen können wir, denke ich, davon ausgehen, dass wir viele, viele Toyota-Modelle mit ins Spiel bekommen, die wir in der Vergangenheit in den alten Forza-Teilen auch schon hatten. Des Weiteren wurde aber auch bestätigt, Lexus kehrt auch zurück. Ja, ich freue mich schon auf den Lexus LFA, der muss reinkommen. Und Scion, eine weitere Tochtermarke von Toyota, kommt auch mit ins Spiel. Wie die reinkommen, wann die reinkommen, das ist noch nicht so ganz bekannt. Es ist auf jeden Fall auch bekannt, dass diese Toyota-Modelle dann einfach über den Automarkt gekauft werden können. Ja, also nicht so wie der Pista, den man einmal gewinnen muss und dann hat man ihn einmal in der Garage, sondern man kann dann so oft man möchte dieses Fahrzeug dann kaufen. Das kurz zum Thema Toyota, aber das wird dann erst nächsten Monat ein großes Thema sein, wenn sie dann auch im Spiel sind. So, wir gehen rein und wir fahren direkt den Colossus. Und ja, das Fahrzeug ist in der Track-Toy-Klasse einsortiert worden, was ich absolut okay finde. Schade finde ich nur, dass der Speziale, also die Performance-Version des 458 Italia, nicht auch in dieser Version ist. Beziehungsweise in dieser Kategorie ist, weil da hätte der dann auch gut reingepasst. Aber ja, wie das so oft ist bei Fahrzeugen, die passen oftmals in viele Klassen rein. So, wir gehen mal ein bisschen runter mit dem Reifendruck. Getriebe lasse ich erstmal. Auf jeden Fall hinten müssen wir mehr Stabilität reinkriegen. Wir brauchen definitiv nicht so viel Sturz bei dem Fahrzeug. Das ist eine Forza-Krankheit. Wir gehen etwas runter mit dem Stabi insgesamt. So, wir gehen vielleicht auch mit der Fahrwerkshöhe nochmal ein bisschen runter. So, ja, ich würde auch hinten tatsächlich versuchen, ein bisschen weniger Dämpfung zu haben. Und hier würde ich sagen, machen wir ein bisschen weniger. Hier auch. Und dann haben wir da schon mal eine gute Grundeinstellung. Und dann würde ich sagen, damit versuchen wir es mal. Einfach nur geil. Geil, 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 geil. Upsala. Ja, wie beim M3 GTS habe ich jetzt auch ja hier sozusagen auch mal noch das sozusagen normale Modell verglichen auf der Teststrecke, weil wir das noch nicht hatten.
Und auch da würde ich dich einfach nochmal fragen, findest du es cool, dass ich das mache, oder würdest du sagen, nee, lieber dann mehr Screentime für das eigentliche Fahrzeug machen und dann das andere Fahrzeug vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal zeigen? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also ich selber finde es eigentlich ganz cool, einfach mal beide Fahrzeuge direkt im Vergleich zu stellen. Dann merkt man eigentlich auch direkt die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen. Und man merkt auf jeden Fall, dass beide Fahrzeuge im Grunde sehr ähnlich sind und dass eben der Pista einfach, ja, komplett die verbesserte Variante ist. Aber ich finde es trotzdem krass, ne, wenn man mal vergleicht, der GTB ist im Vergleich zum Vorgänger mit 50% besserer Aero ausgestattet, bei, ne, nochmal betont, weniger Luftwiderstand. Also der hat weniger Luftwiderstand als der Italia, aber 50% mehr Anpressdruck. Und der Pista wiederum im Vergleich ist da nochmal 20% krasser als eben der normale GTB. Also das ist ja, muss ja ein Anpressdruck sein von jenseits von Gut und Böse. Und das schaffen die ohne, wie zum Beispiel bei Porsche, einen riesen Heckflügel hinten drauf zu klatschen. Ja? Das machen die wirklich durch extrem gut ausgearbeitete Aero, die zum Teil durchs Auto führt, die beim Unterboden extrem gut durchführt. Und das ist schon echt heftig, was sie da manchmal hinzimmern. Und deswegen finde ich auch Ferraris, gerade die neuen Ferraris, sehr, sehr schön. Weil sie eben trotzdem noch irgendwie schöne, glatte Linien beinhalten und trotzdem aber die Aero nicht außer Acht lassen. Das finde ich echt eine krasse Sache. Ja, und ich muss sagen, mit diesen Umbaumaßnahmen, die ich gemacht habe, ist auch dieses leicht werdende Heckproblem auf jeden Fall, ich will nicht sagen weg, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so krass. Und das ist aber genau das, was ich ja schon beim 27 gesagt habe. Das ist das, was ich auch schon beim GT2 RS gesagt habe. Das kann man tatsächlich durchs Fahrwerk ein bisschen kompensieren. Denn von sich aus hat das Fahrzeug ja einen sehr hohen Gripwert, einen hohen Handlingwert hier im Spiel. Upsala. Ja, und es macht einfach Spaß zu fahren. Also, Tuning gebe ich euch auf jeden Fall frei. Könnt ihr mal austesten. Ja, Motor ist auch weitestgehend vom 488 Challenge übernommen worden. Also vom hauseigenen Cup-Fahrzeug des 488. Und auch ein weiterer Side-Fact vielleicht, der Nachfolger des 488 GTB, der F8 Tributo, den ich ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt habe, hat im Übrigen dieselben Leistungseckdaten wie eben der 488 Pista. Also auch diese 720 PS und 770 Newtonmeter Drehmoment, auch eben aus diesem 3,9 Liter V8 Biturbo. Man könnte sagen, es ist derselbe Motor. Ja, und ist es auch. So. Ja, und einfach so ein schönes Fahrzeug. Ich kann es nur immer wieder betonen, ich weiß, es ist alles Geschmackssache. Und ich will auch keinem das jetzt irgendwie reinreden, der das vielleicht anders sieht. Aber es ist einfach ein fucking schönes Fahrzeug. Ja, das ist... Ah, geil, endlich ist er da. So, wir machen das Rennen hier auf jeden Fall auch noch. Gehen wir ein bisschen in die Overtime, dem ich ja am Anfang ein bisschen weit ausgeholt habe. Aber ich finde, so ein Fahrzeug darf man ruhig zelebrieren. Ja, und ich hoffe, jeder von euch nimmt die Chance wahr diese Woche. Upsala.
Und schnappt sich auch den Pista. Großer Nachteil ist natürlich, dass das Fahrzeug aktuell nur über diese Koop-Meisterschaft gewonnen werden kann. Das heißt, wenn du auf der Xbox unterwegs bist und keine Internetverbindung oder kein Xbox Live besitzt, dann wirst du ja ein bisschen Probleme haben, das Fahrzeug zu bekommen, beziehungsweise du hast einfach gar keine Chance, es dann zu bekommen. Aber ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug auch in den nächsten Wochen und Monaten nochmal zu gewinnen sein wird, auch über andere Wege. So war es zum Beispiel jetzt auch mit dem 600 LT oder so. Also bis jetzt kamen so ziemlich alle Fahrzeuge nochmals rein. Man hatte nochmal später die Chance, es zu gewinnen. Aber ich glaube, bei dem Fahrzeug würde es sich vielleicht mal lohnen, sich durch diese Koop-Meisterschaft zu quälen und vielleicht mal Xbox Live sich zu gönnen. Ja, die Leute, die auf dem PC unterwegs sind, da um die Frage auch gleich vorwegzunehmen, ihr braucht kein Xbox Live. Ja. Also mit Xbox Live meine ich Xbox Live Gold natürlich, um das klarzustellen. Sorry. Ein bisschen habe ich ihm, glaube ich, so die Einlenkreaktion geklaut. Aber dadurch fährt es sich halt natürlich deutlich angenehmer und stabiler. Für den fähigen Fahrer ist es aber vielleicht ein bisschen zu geschmeidig. Aber ich gebe das jetzt einfach mal so frei. Könnt ihr ja gerne mal Feedback dalassen, wie ihr den Aufbau so findet. Ist natürlich sehr an der Serie dran, aber ja, wie gesagt, ist halt die Performance-Version der Performance-Version. Wir haben auch nochmals 50 PS oben drauf gelegt im Vergleich. Und damit 100 PS mehr als der normale 488. Und das ist doch auch schon mal eine Ansage. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. So oder so sind wir tatsächlich jetzt schon raus mit der Folge. So schnell geht die Zeit vorbei. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du auch was Informatives mitnehmen konntest, dann lass es mich wissen. Lass gerne ein Däumchen nach oben da und dann sind wir erstmal raus. An dieser Stelle kleiner Programmhinweis. Morgen erscheint um 12 Uhr hier auf dem Kanal die 100. Multiplayer-Folge von Forza Horizon 4. Ich empfehle da auch unbedingt einzuschalten. Ich sage jetzt aber an der Stelle schon mal Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe Forza Horizon 4. Mach's gut. Ciao.